Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich den Philos mit dabei Servus. und wir spielen ein bisschen Solo TFT und schauen mal, ob wir jetzt zusammen nach Tier kommen. Der Junge hat für euch ja Platin 1 gehittet. Es ist Platin 1, 7 LP oder sowas. Und ich bin immer noch Platin 2, 34 LP oder so. Ja, zu zweit Solo Queue zu spielen ist schon ein bisschen dumm. Ja, schießt man sich gegenseitig schießt man ins sich Bein. Eigentlich schon gegenseitig ins Bein, aber wäre auch planlos zusammen im Discord zu chillen und zwei separate Games zu spielen. Ja, auch ein Schmarrn. Hast du in letzter Zeit nochmal jemanden Piltover spielen sehen eigentlich? Boah, ja, schon. Ja. Ich habe vor kurzem auch ein Game, wo ich Ophelia spielen wollte, dann wurde aber auch contestet. Habe ich halt super eine Serie gesehen. Ich habe gedacht, ja, keine Sau spielt Serie. Ja. Dann hatte ich ewig eine One-Star-Serie und also die hat ja null Damage gemacht. Yeah. Piltover generell ganz, ganz, ganz. Also Gunner und Piltover ganz, ganz, ganz schlecht, finde ich gerade. Es wird, glaube ich, wieder eine Ionia Force bei mir. Das hilft nichts. Ich hätte Ideen bei mir. Ich glaube, die mache ich auch. Ich spiele das jetzt eine Runde so. Komm, er muss einen Cast durchbringen. So. Und ich glaube, ich force jetzt Azir. Ich spiele jetzt Cassio am Anfang. Zero Items. Gar nichts für Asia, Runde 1, ja, ich force jetzt Asia. Nee, aber ich meine, also ich würde ihm wahrscheinlich, ein Hand of Justice halt geben. Und dann Hand of Justice, Spellcrit, Rageblade. Wobei die meisten spielen eigentlich gerade Statics auf ihm. Ja, ich weiß schon. Aber ich glaube, ich würde einfach einer anderen Unit Statics geben. Weil ich meine, ich brauche Statics nur für den Shred. Und eine andere Unit macht das ja auch. Ja. Du musst ja nur einmal, dreimal Auto-Attacken, das wird die Unit schon schaffen, bevor sie stirbt. Und dann ist da erstmal der Shred drin für eine Zeit lang. Ich weiß jetzt auch actually gar nicht, was die Abklingzeit von dem Shred ist. Also wenn dann einmal Lightning hittet von Statics, wie lange das dann dauert, bis die Werte wieder zurückbekommen. Hab jetzt verloren leider. Machen wir es mal so. Schau mal, wie die Lobby bisher aussieht. Okay, er könnte vielleicht auch Azir gehen. Er geht wahrscheinlich Azir. Aber er hat gar keine Items dafür. Ja, meinst du, geht Azir? Also JD hat halt. Nevermind, der geht wahrscheinlich Deadshot. Ich habe jetzt den Rennek und den Akshan gesehen und war direkt bei Azir und Shurima, aber der hat Headshot. Ja, ich force auf jeden Fall Ionians. Ich finde Unified Resistance ist ziemlich strong. Ja, ist es. Auch wenn es jetzt erstmal bodenlose Losing Spree wird. Okay. Hier wird Weakboard gespielt. Gen 3 ist da in letzter Zeit auch ein paar Mal gesehen, aber. Ja, das habe ich tatsächlich auch gesehen. Aber. Hab's jetzt auch noch selber gar nicht gespielt. Ja, das habe ich auch gesehen. Scheint auch gar nicht schwach zu sein. Ja, ich hab's auch bisher noch nicht Top 2 gesehen, also es ist dann eher so. 3 oder 4 würde ich sagen. Da kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie hart du die Lobby halt stompen kannst. Also, ob du früh genug, schnell genug, stark genug bist. Und wenn du es halt nicht bist und den dann irgendwann zu spät hättest, dann, ja gut, scheiße gelaufen. Dann wirst du halt nicht, kannst halt nicht top 1 werden. Okay, jetzt erstmal
AP. Schon mal wichtig. Ich habe gerade überlegt, ob jetzt der Hand of Justice Slam Troll war, aber ich glaube, das passt schon. Viel hilft viel. Viel hilft viel, so ist es. Ich hab's nicht in letzter Zeit mal gesehen. Yasuo's Spell skaliert ja mit der Tech Range. Und das Problem ist, wenn du den ganz an den Rand stellst, der targetet trotzdem nicht die Units in der Ecke, sondern immer die Frontline. Aber mit einer Rapid Fire Cannon targetet er scheinbar direkt die Backline. Entspannt. Aber war es nicht sogar auch ein bisschen zu risky, den so squishy zu bauen? Ja. Kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich Wurf wäre. Weil, also 100% sicher die Backline-Units des Gegners rausfokussen zu können, ist schon sick. Ja, gut, hast halt 50-50 Chance, dass die richtige Seite erwischt. Klar. Da irgendwie der One-Star-Timo ist, der in der Ecke chillt, Ich ja. sag so, mit Scouting kann man die Chancen auch ein bisschen erhöhen. Von 50% hoch auf ein bisschen mehr als 50%. Ich weiß, es gab irgendwann nochmal ein Video von Maxim, Ja. wo er spielt auch TFT und der Gegner hat irgendwie seinen Carry mit C4 getargetet. Dann move das halt so seine Units und die ganze Zeit richtig wild rum in den letzten 5 Sekunden. Ja. Und hat aber gnadenlos wieder gehittet. Nicht weil der Gegner geschickt platziert hat, sondern weil es durch das komplette Gemove völlig die Weil er Orientierung es wieder verloren hat. dahin gezeltert, wo es Ja! war. Ja! Insane. Das war Insane. wirklich. Oh, herrlich. Ach, scheiß Drecksachsen. Aber I take it. Good loss, good loss. Gut. Ich wollte jetzt auch gewinnen. Ja. Aber kriegt man bei den Golems eigentlich auch seine Win-or-Lose-Trick-Gold? Ja. Ah, Ja. stimmt. Blöd gelaufen. Ja. Saublöd. Saublöd ist das gelaufen. Imagine, 74 HP und dann nicht mehr lose-streaken. Kinda true. Wobei ich jetzt. Ich hätte einfach die Casio rausstellen müssen, bevor ich gegen mich spiele. Dass ich sicher gehe, dass der fünfte Loose reinscheppert. Sagen, das war jetzt auch bei mir nicht so geplant, dass ich mir jetzt 5 Loses reinschöpfe, aber. Ja, doch, das ist schon gut. Viel hilft viel. So, Viel ciao. hilft viel. Was ist denn das? Okay, einfach Two-Star Akshan, I take it. Wahrscheinlich schon wieder den Urgell mit Double Titanics Resolves, der wird mir schon wieder ein bisschen schlecht. Wer hat denn der Erste? Nee. Nicht mal. Nee, der Virtuoso. Virtuoso. Nee. Virtuoso, ja doch. Ja, Double Titans Rift. Oh Gott, sieht schon wieder toxisch aus. Aber egal. Late Game, also ihr macht das schon. Habe ich festes Vertrauen. Okay, ich starte jetzt tatsächlich in meine Winning Spree rein, Phil. Danke für den Anschub. Das habe ich gebraucht. Ja, kind of same. Das ist mein Plan. Oh, wait. Also ich wollte eigentlich nicht Dead Eyes spielen, wenn es so weitergeht. Schon sehr gut, der Grabback. Damit kriege ich ein Shurima-Emblem. Ein Dedication. Aber will ich, glaube ich, gar nicht. Scheiß ich drauf. Aber so krass, ich habe in einem Roll einfach Akshan 3 bekommen, also in einem Shop, und es hat nicht mal meine Eco zerstört, also ich war trotzdem noch über 50 Gold. Das war hier Schnäppchen des Jahrhunderts, sagst du. Viel auf Schnäppchenjagd. Wirklich, das ist.
Rares für Bares. Rares für Bares. Ich gebe dir 3x3 drei Gold und du gibst mir einen Akschan 2. Ja. Frag bloß noch so ein Schnauzbart, der Typ davon. Insane Casio, komm, heil ich gegen? Nee. Ich habe jetzt auch beschlossen, dass ich mein Winning Speed auch noch ein bisschen nach hinten verschiebe. Habe ich gerade einmal nicht den Nerv dafür. Ja, nee, doch nicht dann. Zu Ja. riskant, zu riskant. Lieber wann anders. Ich weiß, dann komme ich wieder das letzte am Karussell dran und das Ja, wohnt halt ewig. Ich einfach will nicht, ja auch das nochmal eine Ding. Runde, weil ich muss 12 HP verlieren, um erster im Karussell zu sein. Wait a minute. Das möchte ich jetzt doch nicht. Vielen Dank. Du kannst den Ja, ich Platz im weiß. Karussell haben. Ja, ich weiß nicht, ich bin mir ganz sicher, dass ich den sicher habe. Vielleicht muss ich jetzt noch eine Ich muss es Runde nochmal verlieren. verlieren. Ja, just Okay. making sure. Ich verstehe, bei mir Ja. wird's. Ich meine, es wird schon auch knapp, weil ich spiele gerade gegen den Titan Resolve. Mir wäre es beinahe knapp Ja, geworden, Phil, also. aber. Ja, Na, na, es geht, doch. wenn du jetzt vor mir in dem Dreckskarussell rankommst, dann. Das wäre jetzt so gut, bitte. Ich glaube nicht. Ja, Glück gehabt. So, meine entzündeten Augen sehen den hast du dann natürlich wieder auf der anderen Seite steht sein. So. Jawohl, das hier. Geil. Das Game kann beginnen. Imagine. Imagine, ich hätte mich da noch auf den Platz runtergemogelt. Aber ja, jetzt habe ich 12 HP umsonst verloren. Das schmeckt natürlich gar nicht. Als ob irgendwas davon beabsichtigt gewesen wäre. Wenigstens hast du was gelernt dabei, sagen wir es mal so. Das ist so ein Schmarrn. So, jetzt haben wir eine flotte Scouting-Runde. Okay, der spielt Kai Ionia, das gefällt mir. Der hat nur Vierer Multicaster und ein Urgot und ist auf der Winning Spree. Was ist das für ein Feld? Ja, gute kommt, würde ich sagen, oder nicht? Ja. Ja, okay. Ionia sieht nicht contested aus. Ich habe auch gerade insane Rolls reingescheppert bekommen, muss ich schon sagen. Mein Board sieht mit einem Mal deutlich stärker aus. Ja, ich zeige jetzt dem Worket erstmal, wo der Abfluss ist. Jawohl, ich schau zu. Jawohl, geil. Ich gar nicht mehr rechtzeitig auf Board gekommen, um zu sehen, was da eigentlich passiert ist. Aber egal, der wird auch Ja. zerrissen. Sehr gut. Der ist Level 5, hat 30 Gold, ich bin Level 7, hat 50. Schwierige Runde für ihn. Oh mein Gott, was kommen denn hier auch für Hits rein? Das ist ja komplett insane. What the fuck? Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich. Ja, ich roll vermutlich jetzt auf Level 7 ein bisschen dann. Überlegt, ob ich jetzt greedy bin und direkt Level 8 gehe, aber mit 55 HP jetzt ein bisschen. Das wird Da ein darfst bisschen du dann nimmer brutal, zu sehr schütteln. ja. Ha. Das steht eigentlich echt im Blut, dass da irgendwas geben soll. Du. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja. Das mir ist jetzt aufgefallen. Dass du den Urgot schon hattest, oder? Dass es einfach Nee, besser dass ich gewesen den wäre. Gin, dass ich einen Gin auf der Bank habe, den ich ja sozusagen einfach Ersetzen hätte kann. Okay, ausheilen können, okay, ja. okay. Naja. Egal. Egal. Also Phil, ich muss schon sagen, wenn ich mit dir spiele, habe ich aber auch mehr Glück. So. Das Gefühl habe ich leider auch, das ist halt auch nicht gut. Ist sehr gut. Phil, das ist sehr gut. Birgit verabschiedet sich jetzt leider. Dafür sagt Ari Hallo, warum auch immer. Ari sagt Hallo.
Ja, Ahri ist doch gut, wenn du Ionia spielst. Ja, wenn ich jetzt noch Yasuo bekäme. Ja. Ich habe gerade Schon einen im drei. Rumble. Boah, wenn ich jetzt noch eine Träne bekomme, das wäre echt böse. Alter, wenn ich What's noch. happening? What the fuck? Was passiert hier? Keine Chance, dass ich hier noch einen Yasuo ziehe. Das Spiel denkt sich, nee. Was mache ich mit meinen Items? Tränen habe ich nicht so gerne. Ich weiß nicht, das ist Gamble-Schild des Todes, aber. Na, ich hab mal kein guter Gamble, glaube ich. So schön, wenn Ionia mal nicht contested ist. Ist richtig gut fürs Mental. Fühle ich, fühle ich. Also Yasuo zieht man natürlich trotzdem nicht, das liegt an Yasuo, aber so vom Prinzip her. Oh na. Also, ich werde jetzt über Leute drüber fahren, leider. Alter, ich krieg so viel Shuri, meine Units in den Arsch geschoben, die ich nicht gebrauchen kann. Das ist so bitter. Wenn wir doch nur Double Up spielen würden. Ja, muss man schauen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel AP verloren. Und ich hab schlechtes Argument genommen. Ich habe auf gute Radiant-Items gegambelt, aber nicht das, was ich wollte. Ja. Lol. Da steht, das Augment heißt, das du da hast, das sind ja, wenn drei Units in derselben Reihe stehen, ist ja komplett egal, ob die nebeneinander stehen. Ja, Ich da war ich habe mir auch lang unsicher. seit ewigen Zeiten immer alle Units nebeneinander gestellt, deswegen. Das ist ja komplett dumm. Das Blöde ist, die haben auch so eine Steinumrandung, aber ich habe das am Anfang auch nicht gesehen. Ich war so, shit, zählt das jetzt oder Erzählt zählt das das jetzt, jetzt oder erzählt nicht? es nicht? Ja, bis ich es dann entdeckt habe. So. Boah, wenn ich jetzt noch zu Level 8 komme, das wäre super zünftig, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Schon. Vielleicht verkaufe ich die Karma auf der Bank. Ich lasse mir wahrscheinlich jetzt noch einen Kelch der Macht raus, denke ich. Aber ich muss jetzt eh erstmal schauen, was die Raptoren mir für Items bescheren. Ja, dann wird das hier ein Kelch der Macht. Wobei, ich mach's einfach schon mal. Ja, doch. Scheiß drauf. Scheiß drauf, richtig. Wir finden schon wieder andere Items. Das ist jetzt So. erstmal Damage. Ein Team ist auch fertig, bis auf Yasuo 2. Der fehlt nur. Ja. Und Kaiser 2.
Ich schau mal zu, wie es bei dir aussieht. Der sieht jetzt nicht. Der kann schon schlagen, oder? Ja. Ja, ich glaube, die Ari darf man auch nicht unterschätzen. Die Ari ist gut. Gar kein Problem. Gar kein Problem mit dem. Währenddessen habe ich auch gewonnen. Komm, jetzt Hand in Hand. Hand in Hand nach oben. Ah, okay, wir können gematcht werden. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich meine, einmal wirst du gegen mich spielen müssen. Ja, aber jetzt noch einmal die Raptoren davor, nochmal ein bisschen durchrollen, wäre mir jetzt schon lieber. Ja, okay, ich verstehe es, ich verstehe es. Also, wenn ich mir so die Gegner anschaue, kann Dann ich spiele was. ich jetzt gegen Antoni. Ich bestimme es jetzt einfach. Muss man schauen. Also, wenn ich gegen den Tiss-Typen spiele, dann. Ja, Nee, ich bin okay, hier das ist gegen actually JD. lucky. Ich nehme den Actually ersten. lucky. Mal schauen, ob ich dem seine Winning Spree nehmen kann. Würde ich schon fühlen. Okay. Okay, ist auf jeden Fall knapp. Eieiei. Ah ja, hast du aufgemischt. Er spielt die Combo einfach besser als ich. Ich weiß nicht. JD. Wenn ich Bad Eye gehe. Same. Also. So alles zwischen 6. und 3. oder und zwar 6. und Ja. 2. Ne? Aber auf jeden Fall nicht so eine Dominanz wie der Junge da an den Tag Das legt. ist alles mit Aphelios 1, da der hat's richtig gemacht und seinem Ständer einfach Items gegeben. Ja, der Shen ist ultra tanky. Und halt schon Stufe 2. Muss man Ich auch muss echt. respektieren. Ich muss jetzt halt actually auch für den Yasuo rollen, auch wenn ihr das mag. Ja. Hilft ja nix. Super. Oh, joi, Okay, wir gamen es jetzt. Wir probieren. Nein, natürlich schmeißt er das Item ab, ich verreck. Kriegt Kaiser das jetzt? oh, ich hoffe, ich komme noch Level 9. Bisschen mehr Schild, bisschen mehr Tankiness dadurch, Seju 2 noch. Vielleicht kann ich dann den Aphelios-Spieler noch matchen. Okay. Oh, wow. Aber du hast verloren. Nee. Ja. 17. Gegen ihn. Ja, der Jake's Wolf ist nicht weak. Ja. Ja, es war ein bisschen unlucky, dass bei mir das falsche Item abgeschmissen hat. Ja. Ja, sad. Das ist nicht so nett. Kacke. Okay. Ich spiele jetzt gegen Draxwolf. Fuck, wo ist meine Frontline? Das haben wir auch gedacht. Azir, carry me, Azir, bitte. Oh. Oh. Das war actually kinda close noch. Egal, Top 4. Top 4 Hammer, okay, geil. Das ist alles, was zählt. Nicht mehr leisten, noch eine Runde zu verlieren. Ja, safe. Einen Lose noch taken. Oh. Shit, shit, shit. Vielleicht.
vielleicht Akshan und Renekton loswerden und einfach krasse Units spielen. Okay, jetzt spielen wir gegeneinander. Ja, was? Das mit dem Rapid Fire klappt nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Naja, ich meine, er hat meine Backline weggemacht. Bei Ja, diesem aber Spiel es ist hast du wieder der die. Team Monster, so wie predicted. Ja. Okay. Unlucky. Bin zu close für meinen Geschmack. Ja. Was magst? Also du hast schon genommen. Ja, ich schau mal, ob ich die Ahri-2 noch irgendwo herzaubern kann, aber. Ja. Die gibt schon noch mal ein großes Power-Up, wenn du die hätten solltest. Ich hoffe einfach, Ja. dass ich's nicht. Ja. Jetzt kann ich schon wieder gegen den Hansen. Bisschen unwahrscheinlich ist es schon so, Mit der ne? Tristana. So. Oh mein Gott, bitte. Hör mir auf, Sennas zu geben, Spiel. Ich hab's ja verstanden, ich hätte sie nehmen sollen. Stop torturing me. Oh Wirklich, der mein Yasuo Gott, trollt mich doch. ich hätte aber schon zwei Sena 2 oder so. Es ist so krass. What the fuck? Nö, ne? Ich habe auch verloren. Ah, ich hätte nicht Radiant Item nehmen sollen. Ohne das wäre es viel besser gegangen. Na, ich wollte es mal ausprobieren. Okay, ich habe noch ein Sion 2 mir irgendwie rausgezogen. Schauen wir mal, was jetzt hier passiert auf dem Board. Ryze 2 habe ich auch reingestellt. Warum nicht? Viel hilft viel. Viel hilft viel. Genau. Und weg mit dem Jungen. So. So, jetzt muss ich den 91 HP Mann hier irgendwie runterkriegen. Mal schauen, wie das funktionieren wird. Oh, komm, bitte gib mir noch eine Sejuani. Und dann kann ich einfach legit nichts mehr machen. Jetzt seine Comp aber auch schon seit 8 Runden fertig, also. Er ist auch nicht mehr stärker geworden. Was macht der Ryze? Shreds und Sanders und Wounds. Ja, okay. Ehre. Absolut overloaded. Was zum Teufel? Vor. Okay, Item nehmen wir noch schnell. So. Bam, Statics auf meinem Ryze 2. Let's Ich go. glaube, Let's der go. würde jetzt ganz genüsslich auf Urgot 4 rollen. Der wird jetzt erstmal voll auf die Schnauze bekommen. So nämlich. Ganz genüsslich. Ganz genüsslich auf die Schnauze. So. Genau so. Seju 2. Ne. Als ob der jetzt Level 9 gegangen ist, um Serie reinzustellen. Was ist denn falsch mit dem? Boah. Doch einfach 50 Gold für Ärger rollen können. Ja.
Okay, my brother. This is it. This is the end. Hier. Die Bellacombs gegeneinander. Jetzt geht's nur noch darum, umzustellen für mich. Bam, Javelin in die Backline. Rein da mit dem Damage. Junge, ja. Der Ryze macht 4200 Damage. Er ist so geil. Okay. Ja, was ist dein Most Damage Champ gerade? Ja, Azir. Mit wie viel? 6000 in der Runde. Ah, okay, Alter, ist ja. Ryze jetzt nicht weit hinterher. Ja. Ich glaube, ich lasse den Javelin einfach in der Mitte stehen, weil. Fuck you. Ich glaube, der jumpt schon die richtige Ecke dann. Ich denke schon, dass der da richtig jumpen müsste. Okay, die Runde ist knapper. Aber Ryze castet. Ja! Oh mein Gott, hast du das gesehen? ja. Bleibt spannend. Klare Entscheidung. Hier. Das hier nämlich. Okay. 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 Ja, das ist noch ein Win. Der langsamste und qualvollste Tod aller Zeiten, wenn das klappt. Ja, bin ich tatsächlich jetzt. Aber es sieht relativ gut aus, bin gespannt. Ja. Ach, keine Ahnung, das Level 9 von dem war so useless. Ja. Als ob der Xante da jetzt noch irgendwas macht ohne Shurima. Wo springt Javelin jetzt hin? Okay, kacke. Das war okay. Diesmal kann der vieles durchfeuern. Vielleicht hat er die Runde. Das wäre scheiße. Boah. Okay, 3 AP, 3 AP, bin ich tot, Ach Gott. Scheiße. Ich brauche 2 Runden noch. Ich brauche noch 2 Wins. Oh. Geil. Das habe ich umgestellt bekommen, oder? Ja. Okay, komm, wieder sein Aphelios mit Javelin. Ich habe sein Shen resäfiert. Komm. Komm. Mach den Damage jetzt. Nö. Soldier. Ja! Oh Gott!
shit. Oh shit. Ich muss sagen, ich finde es krass, wie stark die Dead Icon scheinbar immer noch ist. Okay, Jarvan, mach deinen Job. Komm, bis wieder der Shen. Jawohl, den hat er nicht umgestellt bekommen. Heil dich, heil dich, heil dich. Heil dich, Azir, heil dich. Du musst dich heilen wie noch nie. Heil dich gegen alles. Bitte. Oh ja! Es ist first! Ich glaub's nicht. Oh. Holy shit. Von 9 und. Oder von 17 und 91 HP. Oh, holy fuck. Bin jetzt Platin 2 mit 82. Ich hoffe, den Leuten da draußen hat's gefallen. Willst du noch irgendwas sagen? Vierter Platz ist Elo gemacht, das passt. Vierter Platz ist Elo gemacht, das passt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.